Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist mein viertes Video zum Thema Leitungsdimensionierung. Ich werde hier wieder von einem ganz einfachen Fall ausgehen und schließlich eine Häufung der Leitungen einführen. Dabei wird der Faktor F2 eine Rolle spielen, der wiederum Einfluss auf den Leitungsquerschnitt und auf die Sicherung haben wird. Ich habe das Video grob in zwei Teile eingeteilt. Im ersten Teil werde ich wieder einige Beispiele durcharbeiten. Im zweiten Teil werde ich einige lose Überlegungen zur Häufung anstellen, denen ich in der Recherche zu diesem Video begegnet bin. Zunächst schildere ich nochmal die Ausgangssituation, bei der es noch keine Häufung gegeben hat. Das ist die Aufgabe aus dem Video 1 zu diesem Thema, allerdings ein klein wenig modifiziert. Es geht wieder um einen Mini-Durchlauferhitzer mit einer Anschlussleistung von 3,5 kW, der in diesem Fall an eine 15 Meter lange Leitung angeschlossen werden soll. Das ist der Unterschied zu dem Fall im ersten Video. Dort war die Leitung 5 Meter lang. Die Leitung wird einzeln im Elektroinstallationsrohr in einer Wand verlegt. Es ist wiederum zu entscheiden, welcher Leitungsquerschnitt verwendet werden muss und welchen Wert die Sicherung maximal haben darf. Zunächst wird dazu der Betriebsstrom IB berechnet. Dabei ergibt sich ein Wert von 15,22 Ampere. Damit ist auch schon klar, dass die Leitung mit mindestens 16 Ampere abgesichert werden muss und dass die Leitung mindestens 16 Ampere aushalten können muss. Und diese Überlegung, dass die Leitung 16 Ampere vertragen muss, wird an einigen Stellen die Überlegung erheblich vereinfachen. Es war in diesem Beispiel dann ja unter der Verlegeart B2 nachzusehen. Bei zwei belasteten Adern, denn es handelt sich ja um eine Wechselstromleitung. Bei einem Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern ist hier nun eine Strombelastbarkeit von 17,5 Ampere abzulesen, sodass ich mit 16 Ampere absichern kann. Die Strombelastbarkeit beträgt also 17,5 Ampere bei einem Querschnitt von 1,5 Quadratmillimetern und einem Bemessungswert der Sicherung von 16 Ampere. Es ist dann noch der Spannungsfall zu prüfen, der hier mit 5,7 Volt unterhalb des maximal zulässigen Spannungsfalls von 6,9 Volt liegt. Und damit ist die Verwendung von einem Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern in diesem sehr einfachen Beispiel, in dem ja noch keine Häufung vorkommt, zulässig. Ich werde nun die Häufung ins Spiel bringen. Dazu betrachte ich zwei Fälle. Es handelt sich wieder um den Mini-Durchlauferhitzer mit 3,5 kW, wieder um eine 15 Meter lange Leitung. Im Fall A wird diese Leitung aber mit einer weiteren Leitung im Elektroinstallationsrohr in der Wand verlegt und im Fall B werden drei weitere Leitungen vorausgesetzt, die bereits in dem Elektroinstallationsrohr vorhanden sind. In beiden Fällen ist hier nun wieder der Leitungsquerschnitt für die Leitung zu ermitteln und auch der maximale Bemessungswert der Sicherung. Eine etwas weitergehende Überlegung möchte ich hier aber schon einbringen. Es ist nämlich so, dass Sie bei einer Häufung diese Überlegung natürlich für alle Leitungen anwenden müssen und nicht etwa nur für eine Leitung, so wie ich das hier in diesem Video praktiziere. Es ist nun aus einer passenden Tabelle der Korrekturfaktor rauszusuchen. In unserem Fall sind das ja zwei Korrekturfaktoren, da wir zwei Fälle annehmen. Sie sollten sich unbedingt in Ihrem Tabellenbuch im Hinblick auf Klassenarbeiten und Prüfungen orientieren, denn diese Tabellen sind zum Teil sehr vielfältig. In dieser Tabelle sehen wir die Verlege A, B und C in dieser Zeile. Ich kann hier den Wert für zwei gemeinsame Leitungen ablesen und hier den Wert für vier Leitungen. Im Fall A habe ich also einen Korrekturfaktor von 0,8 anzuwenden und im Fall B einen Korrekturfaktor von 0,65. Zum Verständnis der Korrekturfaktoren betrachte ich hier noch einmal die beiden theoretischen Ströme IR und IZ. Ich nenne sie theoretische Ströme, da sie tatsächlich niemals zum Fließen kommen. IR ist der Bemessungswert der Strombelastbarkeit, das ist der Wert, der aus der Tabelle abgelesen werden muss. Das ist die Strombelastbarkeit der Leitung, wenn keine besonderen Korrekturen vorgenommen werden müssen, wenn also F1, F2, F3 und F4 den Wert 1 haben. Die zulässige Strombelastbarkeit ist der Wert, den die Leitung aushält, wenn denn Korrekturfaktoren angewendet werden müssen. Das sieht man in dieser Formel. Hier stehen vier Korrekturfaktoren. Die zulässige Strombelastbarkeit IZ wird also möglicherweise von
vier Korrekturfaktoren beeinflusst, die mit dem Bemessungswert der Strombelastbarkeit zu multiplizieren sind. Dieser Wert wird, wie gesagt, aus einer Tabelle abgelesen. In unserem Fall wenden wir ja nur einen Korrekturfaktor, nämlich den für die Häufung an, F2. Im ersten Fall bei einer weiteren Leitung hatten wir ja einen Korrekturfaktor von 0,8 abgelesen. Wenn ich nun wieder bei der Verlegeart B2 und zwei belasteten Adern und einem Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern einen Bemessungswert der Strombelastbarkeit von 17,5 Ampere ablese, so muss ich diesen Wert nun mit dem Korrekturfaktor 0,8 multiplizieren und komme dabei auf einen Wert von 14 Ampere. Damit scheiden 1,5 Quadratmillimeter aus, denn die Leitung muss ja mit mindestens 16 Ampere abgesichert werden, was bei einer zulässigen Strombelastbarkeit von 14 Ampere natürlich nicht mehr in Frage kommt. Ich schaue mir daraufhin den nächstgrößeren Leitungsquerschnitt an, das sind 2,5 Quadratmillimeter. Hier lese ich einen Bemessungswert der Strombelastbarkeit von 24 Ampere ab. Multipliziert mit dem Korrekturfaktor komme ich auf 19,2 Ampere. Und somit kommt der Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratmillimetern durchaus in Frage, sofern der maximal zulässige Spannungsfall nicht überschritten wird. Ich kann an dieser Stelle aber auch schon ausschließen, dass ich die Leitung mit 20 Ampere absichern darf, wie man aus dieser Tabelle zunächst annehmen könnte. Denn die Leitung verträgt ja nur 19,2 Ampere. Also werde ich trotz des größeren Querschnittes zur Sicherung von 16 Ampere greifen müssen. Die Überprüfung des Spannungsfalls mit einer Sicherung von 16 Ampere ergibt bei einem Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratmillimetern einen Wert von 3,4 Volt. Das liegt unterhalb der geforderten 6,9 Volt und ist damit zulässig. Im Fazit ist es nun also so, dass ich hier einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern verwenden darf, bei einer Sicherung von 16 Ampere, jedoch nicht mit einer Sicherung von 20 Ampere. Im zweiten Fall bei drei weiteren Leitungen haben wir ja bereits einen Korrekturfaktor von 0,65 abgelesen. Ich schaue wieder in die Tabelle, Verlegeart B2, zwei belastete Adern, schaue mir einen Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratmillimetern an. Der Bemessungswert der Strombelastbarkeit beträgt 24 Ampere. Dieser Wert ist nun mit 0,65 zu multiplizieren und dabei rauskommt ein Strom von 15,6 Ampere. Damit scheidet dieser Leitungsquerschnitt von 2,5 Quadratmillimetern schon aus, denn wie bereits am Anfang des Videos festgestellt, muss er hier mit mindestens 16 Ampere abgesichert werden. Daraufhin schaue ich mir den nächstgrößeren Querschnitt an, das sind 4 Quadratmillimeter. Der Bemessungswert der Strombelastbarkeit beträgt hier 32 Ampere. 32 Ampere multipliziert mit dem Korrekturfaktor ergibt einen Wert von 20,8 Ampere. Die Leitung hält also unter diesen Umständen einen Strom von 20,8 Ampere aus. Bei 20,8 Ampere, die die Leitung aushält, scheidet aber die Sicherung von 32 Ampere, die ich hier durchaus vermuten könnte, von vornherein aus. Es kommt also maximal in Frage, diese Leitung mit 4 Quadratmillimetern mit 20 oder mit 16 Ampere abzusichern. Dazu untersuche ich nun noch den tatsächlich auftretenden Spannungsfall, einmal mit einer Sicherung von 16 Ampere und dem Leitungsquerschnitt 4 Quadratmillimeter, im anderen Fall mit einer Sicherung von 20 Ampere und 4 Quadratmillimetern Leitungsquerschnitt. Im ersten Fall kommt 2,1 Volt raus, im zweiten Fall kommt 2,67 Volt heraus. In beiden Fällen ist der maximal zulässige Spannungsfall von 6,9 Volt unterschritten, sodass beide Sicherungswerte in Frage kommen. Man muss sich an dieser Stelle allerdings fragen, warum man eine 20 Ampere Sicherung einsetzen sollte, wodurch die 16 Ampere Sicherung vollkommen ausreicht. Es gibt tatsächlich hier keinen zwingenden Grund, mit 20 Ampere abzusichern. 16 Ampere sind tatsächlich in der Regel hier vorzuziehen, da dadurch die Leitung ja besser geschützt wird. Schließlich möchte ich hier noch die hier aufgeschriebene Bedingung betrachten, die ja immer einzuhalten ist. Die ist ganz einfach zu lesen. Der auftretende Betriebsstrom muss kleiner gleich dem Bemessungswert der Sicherung sein und der Bemessungswert der Sicherung muss kleiner gleich dem Wert sein, den die Leitung tatsächlich aushält. Das ist hier ganz einfach zu prüfen. Es fließt ein Strom von 15,22 Ampere durch den Durchlauferhitzer. Ich habe hier angenommen, dass ich mit 16 Ampere absichere. Damit wird dieser Teil der Bedingung natürlich erfüllt.
und die Leitung verträgt 20,8 Ampere, der Wert ist größer als 16 Ampere und somit ist diese Bedingung vollständig erfüllt. Wie bereits erwähnt, möchte ich zum Abschluss noch auf einige ausgewählte Überlegungen zum Thema Häufung zu sprechen kommen. Diese Überlegungen haben sich aus meinen Internetrecherchen zu diesem Thema ergeben. Ich habe diese Überlegungen allerdings nicht anhand der Normen überprüft. Diese sind also mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Die Häufungsfaktoren, diese Aussage können Sie als sicher annehmen, beziehen sich auf den Dauerbetrieb der Leitung. Gehen also davon aus, dass die Leitungen dauerhaft voll belastet sind. An dieser Stelle kommt dann der Gleichzeitigkeitsfaktor in der Praxis ins Spiel, den habe ich in diesem Video noch nicht berücksichtigt. Der Gleichzeitigkeitsfaktor besagt, wie groß die maximale Leistung in der Anlage wirklich sein wird. Das heißt, wenn die angeschlossenen Geräte zum Beispiel eine maximale Leistung von 40 kW aufweisen, so würde ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 besagen, dass nur so viele Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden, dass eben ein Wert von 20 kW gegeben wäre. Es gibt für den Gleichzeitigkeitsfaktor keine Normvorgaben, obwohl er in der Praxis immer angewendet und berücksichtigt werden muss. Der Gleichzeitigkeitsfaktor entschärft natürlich die Situation bei der Häufung und bei der Wahl der Querschnitte ganz enorm. Denn in nahezu keiner Anlage ist davon auszugehen, dass nahezu alle Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet wären. Wäre das der Fall, so müssten die Zuleitungen zu den Standardanlagen erheblich dicker gewählt werden. Der Gleichzeitigkeitsfaktor, der ja in der Regel für die ganze Anlage angewendet wird, darf aber auch für einzelne Leitungen angewendet werden, sodass bei einer 70-prozentigen Auslastung einer einzelnen Leitung davon ausgegangen werden darf, dass die zulässige Strombelastbarkeit entsprechend erhöht werden darf. Nicht allerdings der Wert der Sicherung, da für kurze Zeiten natürlich immer ein größerer Strom fließen kann. Ich bin weiterhin auf die Aussage gestoßen, dass Leitungen, die weniger als 30% ausgelastet sind, überhaupt nicht mitgezählt werden müssen, da sie keine entsprechende Wärmeentwicklung aufweisen. Geprüft habe ich diese Aussage nicht. Ganz wichtig, das kann man auch aus den entsprechenden Tabellen für die Häufungsfaktoren ablesen, ist die Verlegerart der Leitung. Unter anderem zählt dabei auch die Art des Kanals, der verwendet wird. Dabei muss man sogar auf die Lochung des Kanals gucken. Es ist durchaus ein Unterschied, ob der Kanal viele Löcher aufweist oder möglicherweise gar keine. Und das gilt es natürlich vorher zu bedenken, bevor man die Installation plant. Man wird in vielen Fällen allerdings nicht daran vorbeikommen, Leitungen separat zu verlegen, sei es nah beieinander mit einem entsprechenden Abstand oder aber möglicherweise, indem man ganz andere Wege geht. Ganz einfach nachzuvollziehen ist die Überlegung, dass alte Leitungen natürlich auch angepasst werden müssen. Das heißt, wenn Sie in einen bestehenden Kabelkanal weitere Leitungen hineinlegen, müssen Sie die alten Leitungen entsprechend anpassen. Das wird in der Praxis natürlich in vielen Fällen nahezu unmöglich sein. Und damit ist das zusätzliche Einbringen von Leitungen in alte Kanälen häufig nicht möglich. Ich weiß von Praktikern, dass es relativ häufig zu schmelzenden Isolierungen in überfüllten Kabelkanälen kommt. Das geht so weit, dass man in der entstehenden Isolationsmasse kaum noch unterscheiden kann, welche ursprünglichen Isolierungen einmal vorhanden war. Das kann natürlich dazu folgen, dass Kurzschlüsse oder Brände auftreten, daher ist dieser Fall unbedingt zu vermeiden. Selbst wenn man den Fehler früh genug erkennt, muss man bedenken, dass man dadurch auch alle bereits vorher vorhandenen Leitungen auswechseln muss. Und selbst wenn dann kein ganz großer Fehlerfall auftritt, wird es natürlich sehr teuer. Die ganze Situation muss grundsätzlich vom Fachmann vor Ort eingeschätzt werden. Der Fachmann muss sich ein Bild darüber machen, wie groß die Belastung in der Anlage am Ende wirklich sein wird und muss damit auch den Häufungsfaktor entsprechend korrigieren. Das gilt auch bei Kreuzungen oder ganz kurzen gemeinsamen Wegen. Leider ist das nicht ganz befriedigend, dass hier auch eine Einschätzung durch einen Fachmann vorgenommen werden muss, die durchaus subjektiv verschieden sein kann. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema näher bringen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.